Herzlich willkommen, Leute. Wir spielen Valheim mit dem Hackbraten. Sag mal, was? Ja, moin zusammen. Lang ist her. Hackbraten hat schon richtig Erfahrung mit dem Spiel. Ich habe jetzt nicht so viel, aber es hat mir auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Deswegen spielen wir das und nehmen das für euch auf. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir auch gleich los. Okay, in welche Richtung soll man? Keine Ahnung. Ich würde sagen, einfach mal irgendwo hin und an der Küste würde ich auf jeden Fall bauen. An der Küste, ja, wegen Schiffen, oder? Das ja, genau. Ich beim letzten Mal bedacht gehabt. Ja, ja. Ich habe das letzte Mal gespielt vor einem Jahr, glaube ich. Und, Das ist nicht so lange. Guck mal, auf der Karte haben wir unten südwestlich jetzt von uns aus. Da wäre eine Küste, da würde ich sonst mal in die Richtung laufen. Weißt du, dass dort eine Küste ist? Ich sehe gar nichts. Achso, auf der Karte, auf M. Und das sieht dann. Ja, aber du hast es schon entdeckt, oder? Achso, ja, genau, weil ich da gerade rübergeflogen war mit dem Vogel. Ah, okay, achso. Ja, und damals habe ich halt auch irgendwo gebaut, auf irgendeiner coolen Lichtung, an so einem Berghang. Ja. Und der Nachteil ist halt, die Sachen mit Metall kannst du nicht teleportieren. Und dann musste ich mit so einem Karren erstmal an die Küste, an so einen Hafen und dann immer Ewigkeiten den ganzen Kram hin und her transportieren. Von daher wäre es halt echt besser, wenn man direkt mit einer Küste startet, ne? Ja. Ich habe versucht immer irgendwo, wo ein Haus gebaut ist, weil ich wusste nicht, wo ich mein Werkbank bauen kann sonst. Ja. Ja, mit Steuerung bin ich auch komplett raus. Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie ungefähr. Also ungefähr weiß ich schon noch. Am Anfang habe ich hier, das Witzige war, ich habe immer die Werkzeuge weggeschmissen, nachdem sie gebraucht waren. Da hat ein Kollege gemeint, die kann man aber reparieren, gell? Wieso schmeißt du immer weg? Ja, genau. Dann habe ich sie alle wieder aufgesammelt und da hatte ich irgendwann von allen dreimal so viel Werkzeug. Aber dann muss ich zumindest nicht immer zurückmachen. Bestie-Ruf. Ach, guck mal, hier haben wir schon so ein Opfer. Direkt hier. Da mache ich meist auch immer so eine kleine Merker immer auf der Karte. Was ist das? Ach, Mist. Was ist denn eine Hütte? Wer ist denn den Hammer gebaut? Was? Wer ist denn den Hammer gebaut? Oder was ja, hast du da? Bekommen. Okay. Ja, Jomis ist so ein Beatness. Nee, ich hab ja Ding. Ich habe ja mit einem anderen Charakter gestartet. Ich hab keinen neuen erstellt. Hab ich jetzt alles nur im Inventar, einen Moment. Oh, ich glaube, ich bin schon gleich tot. Ich bin tot. Kannst du mich wiederbeleben? Ja, hab ich versucht. Ja, an dem Haus ist ein Bienenstock, den wollte ich mitnehmen. Welche Taste? Nee, ich glaube, das geht gar nicht. Ach, schade. So. Ja, ich habe einen alten Charakter noch genommen. Ich habe noch Sachen im Inventar. Ach so. Ich habe jetzt nicht gedacht, neuen zu stellen. Ja, macht das was? Nee, ich glaube nicht. Aber halt einen kleinen Forge. Ja. Oha, ich habe die Werkzeuge, die ich gerade erwähnt habe, die ich mehrmals erstellt habe, sogar jetzt dabei. Ich kann dir ein paar abgeben. Also ich habe viermal Steinhammer und dreimal Bauwerkkammer und ansonsten noch ein bisschen Ressourcen. Das Blöde ist. Wenn du nochmal neu spielen willst, musst du nur sagen, ja. Ich kann auch einen neuen Charakter schreiben. Nee, das passt. Jetzt bin ich auch gestorben. Ja, echt? Ja, ich weiß gar nicht wieso. Ich hab nur das Haus angestriffen, ich hab nicht mal gekämpft und dann war ich tot. Ja, das war der Bienenstock da. Den hatte ich eben versucht runterzuhauen. Hat aber leider nicht funktioniert. Weil dann kriegt man Honig dann. Also wenn du so einen Bienenstock platt machst, dann kriegst du auch die Bienenkönigin. Okay, sollen wir es nochmal versuchen? Ich gebe dir einen Hammer. Ja, sonst mit Pfeil und Bogen später. Das ist später, ja. So gibt's auch hier. Ist der Rabe? Ah, ist ein Esch. Nee, Hirsch. Der hat den Tüten so scheiße. Und Holz und Stein, Steinachs herstellen. Okay, er soll Holz und Stein einsammeln für die erste Baumaterial. Holz habe ich. Jetzt ist mein Inventar leer, wieso? Ja, weil du gestorben bist. Da verlierst du leider immer alles an Ort und Stelle. Dann nimm doch auf. Kannst du überhaupt meine Sachen aufnehmen? Weiß ich gar nicht. Mal gucken. Aber bist ja gleich da. Wieso, ja. Ja, Tatsache, kann ich aufnehmen. Dann nehme ich mir mal hier so ein. Nimm mal halt ein paar Sachen,
das du brauchst. Nimm halt von alles die Hälfte oder so, klar. Weiß ich nicht. Ansonsten halt irgendwas. Oh, hinter uns kommt einer oder zwei. Wow. So, ich mach mal ganz kurz den Hammer. Heute hab ich schon Angst genommen. Der war gut, der Treffer. Ja. So, Hammer? Auf zwei, ja. Okay. Du hast von allen eins genommen? Okay. Hammer. Was ist das? Harz. Okay. Genau, das brauchen wir später für Fackeln und sowas. Mhm. Und in solchen Häusern ist meist auch immer irgendwie was drin, eine Kiste oder so. Okay. Und ich stopp. Du kannst es selber platzieren dann in dein Haus. Mhm. Kann es nicht abbauen. Nee, das wird zerstört, glaube ich. Ist ja nicht Minecraft, stimmt. Okay, dann. Aber ich wurde schon wieder getroffen. Ja, noch ein Stück weiter Richtung Südosten und dann sind wir gleich im Wasser. Hm? Ach so. Ich wollte noch dicht, noch weiter ans Wasser ran, dachte ich. Ja, schon. Ich dachte, Werkbank kann man bauen schon mal, um Werkzeug zu bauen, aber haben wir ja schon. Stimmt, brauchen wir nicht. Können wir noch einen Baum nehmen? So. Und wie lange hat es schon gespielt? War nicht lang, das ist praktisch. Aber es hat mir übel Spaß gemacht. Du bist ja über 100 oder so, oder? Ja, insgesamt, genau. War auch im vierten Biom. Ich wollte das länger spielen. Mhm. Mein Kollege hat halt auch gehört zu spielen. Und alleine wollte ich nicht. Ja, alleine ist auch irgendwann die Luft einfach raus, ne? Zu zweit macht auf jeden Fall mehr Spaß. Zu zweit hätte ich übelst lang Bock, das zu spielen. Weil das hat mir zu zweit schon mega Spaß gemacht. War super. Guck mal, hier sieht doch gut aus. Alleine auf, okay. Oder hier sieht es echt schön aus. Ja, ne? Ich glaube, hier wäre. Ich mag es, wenn es buchtig ist, weißt du? Ja. Und muss nicht unbedingt natürlich sein. Guck mal, da hinten ist auch ein Haus auf der anderen Uferseite. Ich sehe es noch nicht. Ist schon wieder. Keine Ahnung. Gut, kann ich ja Himbeeren sammeln. Wie willst du? Ach, scheiße. Ich glaube, ich bin. Nein, nicht sterben. Ach, verdammt. Oh, ich bin auch gestorben, oder? Nee, das ist dein Bier. Ah, ich Idiot, ey. Ich sterbe, nein! Shit, sorry. Ich dachte, wir schaffen das kurze Stück darüber. Ich würde gerne zwei Leben verlieren, wenn man schon. Ah, ich scheiße. Hab's geschafft. Nee, ja? Hab's geschafft. Ich bin nicht gestorben, ne? Dann brauche ich schon mal Werkbank hier drin. War nur im Umkreis von der Werkbank das bauen, oder wie? Ja, genau. Zu weit weg kann man da irgendwie nicht von sein. Tja, dieser Ort ist ein bisschen felsig. Ich weiß gar nicht, wie ich hier baue. Schauen wir einfach mal, wie groß der Radius ist. So, Omi 2. Ja, wenn man irgendwann ein Bett hat, dann kommst halt auch da dann wieder raus. Man muss nicht immer bei so einem Stein wiederbelebt werden. Weiß ich nicht. Bauen wir hier. Okay, das ist schon gebaut. Hey, ich kann Handwerkstation überall bauen, nur ohne Dach kann ich es nicht verwenden, oder wie? Ja. Ach, ohne Dach kann ich es nicht mal bauen. Ja, aber wenn man es ohne Dach auch schon bauen kann, dann können wir es auch irgendwo anders bauen, anstatt in der Hütte. Da müsste eigentlich klappen, genau. Mal testen, aber ich brauche es jetzt einfach mal hier. Ich muss doch
keine Küche hier, nichts zu essen. Ich hab keinen Bock schon wieder zu verrecken. Jo, ein Moment. So. Jetzt kann man was bauen und dafür nicht. Bist du? Wieder auf der anderen Uferseite. Ich hier weiß... Essen geben. Soll ich rüberschwimmen? Bei mir überlebe ich sicher. Warte, ich koche. Okay. Oh, ich hab kein Leben. ich muss schwer. Warte. Hier, der ist nicht mehr. Aber ich finde den Stein Leben. Nein! Ich bin auch tot. Ach, shit. Ich hätte zuerst Leben heilen müssen und dann rüberschwimmen. Okay, ich hab nichts gedacht. Nee, okay, egal. Dann hol irgendwo was zu essen, würde ich sagen. Ich habe hier für den Rückweg zumindest den Vorteil, dass ich das Essen im Wasser einsammeln kann. Keule, Hammer. Ja, wäre ein Gegner gekommen, wäre ich eh gestorben. Also, Leben gleich auf dem Müll. Komplett raus hier. Damals hatte ich auch mit der Steuerung über den Controller gespielt. So, kannst du jetzt immer noch machen. Oder beim nächsten Folge zumindest. Ja, es war mit dem Ziel, mit Pfeil und Bogen war das schon echt gut teilweise. Ja, yeah, mit Controller ist immer das Schießen blöd. Egal, ob es Pfeil ist oder Waffe. Ich weiß gar nicht, wie ich in meiner Jugend immer Call of Duty mit Controller spielen konnte. Jetzt fällt es viel schwieriger, mit Controller irgendwie Ballerspiele zu spielen, weil man Maus gewöhnt ist. Ja, vom Zielen her ist auch schwieriger, ja. Finde ich. Ich sage immer so, wenn man mit der Maus einen Ordner öffnen will, klickt man perfekt drauf und so ist es auch beim Schießen. Ja. Man klickt einfach dort, wo man schießen will und beim Controller muss man so nach links und rechts schwanken. Ja, ein bisschen kritisch. So, du hast einen Hammer hergestellt. Einrichtung einer Werkbank. Okay. Ich habe schon Werkbank gebaut. War auf anderen Ufer, da? Ja. Okay, da kommst du nicht hin, oder? Nee. Oh, Wildschwein. Oh, ich werde jetzt wieder sterben. Nein. Schnell ab. Die Tiere kommen gerade schnell genug hinterher. Das weiß ich noch von dir. Oder doch? 10-mal Holz. Steinaxt. Und noch Holz und Stein. Okay, jetzt erstmal ganz viel Kram sammeln. Zurückgelaufen, oder? Hauen. Wildschweine sind schon ein bisschen stark, finde ich. Wenn man keine Waffe hat. Ah, ich hab ein Wildschwein gerade hinter mir. Ah, das. Ja, ich bin von dem abgekommen. Jetzt hast du ihn abgelöst. Shit. Diese komischen kleinen Gnome da sind auch hinter mir. Oh ja, ich hab jetzt Waffe, ich kann die bekämpfen. Also lauf vor allem hier vorbei. Mein Tod. Hey. Super, danke. Ich muss erstmal irgendwie eine Axt bauen oder sowas, dass ich ein bisschen kämpfen kann. Ich droppe dir nochmal einen Hammer. Ja, einen Hammer habe ich. Den hatte ich ihm gebaut. Beide Hammer? Ne, den also Bau. Bauhammer und. Genau, zum Bauen habe ich. Hier habe ich noch einen Kampfhammer angespitzt. Davon. Okay, cool, danke. Okay. Oh, achso, du brauchst ja auch noch Essen und ich auch, bevor wir wieder rüber schwimmen. Mal schauen, wie man das. Oh, ich habe gegessen. Steinaxt ist das, ne? Okay, cool. Ja, Harz. Harz zu essen ist, glaube ich, schlecht. Okay, dann heile ich das. Ja, heilen brauchst du Nahrung dann für. Ich kann gar nicht das Essen teilen. Ich würde mal sagen, ich schmeiß es weg und du nimmst es auf und dann isst du was und dann gibst du es wieder oder so. Klar. Okay. Hier im Busch. Hier im Busch. Ja, Himbeeren, genau. 14 Stück. Das heilt ja für 10 Minuten. Wenn du es teilen kannst, teile, aber ich weiß nicht, wie das geht.
Umschalttaste links. Ach, da ja. Details. Ja, das ist gar nicht geteilt. Doch, 6 habe ich noch. 13 waren das. Ich habe jetzt 16. Komisch. Ausdauer 20. So, jetzt Ausdauer 70, dann müsste ich es ja rüber schaffen, ne? Hoffen wir es mal. Ja, ich bin jetzt auch wieder. Boah. Ah, hier ist so eine kleine Sandbank, da kann ich zum Glück drauf stehen. Ja, das war bei mir auch so. Schauen wir, welchen Radius wir bauen können. Hier. Ah, super. Eule, Hacke. Bodenebene. Jetzt sollte man zuerst Bett bauen, damit wir nicht immer hin und her müssen. Ja, genau. Und jetzt vom Baum nicht. Baum, verschiedenes. Möbel, da ein Bett. 8x Holz braucht das, ja. Verschiedenes, Hirsch und Bauen, da. Wollen wir die Hütte erstmal nutzen oder abreißen? Nutzen? Außer du willst einen neuen Ort. Ich weiß gar nicht, ich will. Soll mal weiterreißen? Weil ich das nicht so schön eigentlich. Okay, dann. Wenn man den Sumpf haben will, dann in der Stadt geht schon. Hast du dein Bett schon gebaut? Nee, noch nicht. Hier kommen gerade Gegner im Wasser hier unten. Ja, das ist doch voll schwach. Weil sonst baue ich hier erstmal ein Bett rein. Möbel da. Ah, fehlt Holz für. Das Blöde ist, ich hab grad voll mit ins Haus reingehauen. Macht ja nichts, ich hab das nachher eh gebaut. Das war ja ungedacht davor. Steuerung muss ich mich nur dran gewöhnen. Ja, definitiv. Jetzt steht da, Bett benötigt ein Dach. Kannst du es noch versetzen oder? Nee, ich bin absolut stolz jetzt. Aber ich komme mir das Holz mal zurück. So, kurz mal Werkzeuge reparieren. Holz habe ich sonst. Kopfpolster für die Erschöpften. Passen auch dafür. Wie bitte? Ich habe auch keinen passenden Ort für die Hütte. Ich auf den Stein. Reicht das Radius nicht aus?
Ich baue einfach ein kleines Haus und dann baue ich eine Werkbank und dann kann ich den Radius wieder vergrößern. Ja, das finde ich auch ein bisschen schade. Ja, das sind sie zum Glück, klar. Werkbank. Hier wird drin auch schon eine Kiste gebaut. Wo das heute ausgeht, schnell abbauen. Die links. Ah, so. Rumpfruchtelerei irgendwie in der Dach zu bauen. Ich schaff's nicht, dass es oben baut. Ah, jetzt. Okay. So, ja, ich gehe mal Holz hacken. Okay. Oh, was? Ich bin tot. Und Bett hast du nicht gebaut, oder? Ja, doch. In der Hütte schon. Okay, einen umgekippten Baumstamm im Wasser klein machen wollen und der ist dann irgendwie zerbrochen und hat mich erschlagen. Eine kompakte Wohnung. So, ich habe gerade mal 3 Flächen gebaut und ist vollgefüllt mit Möbel. Einmal Werkbank und einmal Bett. Ja. Alter, hab ich genug Schutz? Was? Der Radius ist nicht blöd geworden. Da an Land, okay. Ich versuche den einen Baumstamm noch, der so ein bisschen aufs Wasser getrieben ist, wieder zurückzuholen. Realistisch gesehen, wenn ich jetzt in die Hütte reinlaufe, müsste das so runterfallen. Oh, ich hab's voll schief gebaut. Wie zerstöre ich das jetzt? Kann man wieder abtragen irgendwie. Mit dem Bauhammer war das, glaube ich, auch. Fernmaustrag. Ah, so. Und leider durch die Tür nicht mehr rein. So, in der anderen Hütte schmeiß ich sonst Holz rein. Schaffst du jetzt so viel, oder was? Ja, ja, ich bin ja gerade am Bäume fällen und so. Ja, und sonst? Nein, oh, ist das schwer zu bauen. Ich will einfach nicht akzeptieren, dort, wo ich das haben will. Der Baum oder steht er? Das wird unter echt gefährlich. Kannst du ja erschlagen werden von dem. Ja, ich weiß.
aufpassen. Okay, dann nehme ich mir mal ein bisschen halt. Das letzte Video, was ich gemacht hatte mit Valheim, das war... Natürlich auch was in die Story am besten. Boah, ich weiß gar nicht mehr, schon Monate her, da habe ich nur einmal kurz rumgelaufen, nochmal alles angeguckt, das war es aber auch schon. Achso? Ja, alleine hatte ich wirklich Lust zu spielen, deswegen habe ich gar nicht besucht. Ja. Ich habe Nahrung in die Truhe reingetan. Was ist das? Lump der Hose. Achso, ich kann die an. Wollen wir das machen? Soll ich die erste Hütte für uns beide bauen oder willst du deine eigene Hütte gleich bauen? Ja, ich habe jetzt erstmal dieser alten da so provisorisch eingerichtet. Hast du deine eigene Hütte schon angefangen? Nee, da wo du gerade drin bist, da hatte ich jetzt ein Bett einfach reingesetzt. Ohne Dach, wie geht das? Das Bett? Ja, ohne Dach kann man doch gar nicht, oder? Achso, doch. Ich glaube, das war nur bei Werkbank. Gut, ja. Dann verwenden wir das gleiche Haus fürs erste. Hat funktioniert. Dann nehme ich das ganze heute mit. Ich kann nicht mehr bauen. Ich habe mir schon gedacht, dass du vielleicht auch in dem Haus wohnst fürs erste. Und deswegen habe ich das extra groß gemacht. Mhm. Also willst du zumindest groß machen. Aber auch später, wenn wir unsere eigenen zwei Häuser dann später bauen, kann man ja das als Gildenhalle oder so holen. Aber muss mal gucken. Ja. Vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen gehen. Mal schauen. Ja, bei meinem Singleplayer, da habe ich im Prinzip eine riesige Halle oder so eine Burg gebaut, ne? Echt? Wir gar nicht wissen, wie lange ich daran rumgebastelt habe, wie viele Stunden, aber offline dann, ne? So. Krass. Richtig mit Stadtmauer und Tor und so weiter. Krass. Ja, vielleicht kommen wir auch so weit. Bestimmt. Ah ja, das war so. Das war ein bisschen kompliziert. Was war das nochmal mit dem Fenster? Weißt du noch, wie das mit dem Fenster war, die Wände? Ja, im Prinzip einfach nur eine Lücke lassen, glaube ich. Oh shit, fast. Ja, nee, das konnte man doch so einstellen, dass es mit Fenster ist. Ja, geht das? Also ich habe damals einfach eine Lücke in der Wand gelassen. Ach so? Nee. Das war ja anders. Das geht schon, ich weiß aber nicht mehr, wie das war. Hm. Arc 2 und nur 5-mal gestorben. Hast du mein Video? Was? Irgendeine Taste musst du drücken beim Bauen, dass es mit Fenster ist. Okay. Ja, ich hab's. Beim Baumenü habe ich sonst halt, da wo auch Türen und sowas sind, da ist ja auch Dächer und so weiter. Da habe ich halt im Prinzip immer nur gebaut und dann halt eine Lücke gelassen, wo ein Fenster hin sollte. Okay. Werkbankverbesserung. 10-mal Feuerstein. Das ist ohne Fenster. Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es geht. Du hast ja online mal so eine Dinge angeschaut von Valheim, wo die so eine bestimmten Bauprojekte hatten. Auf YouTube irgendwelche Bauprojekte angeschaut, meinst du? Naja. Ja, hab schon geschaut, die bauen schon echt krass da. Ja, Hogwarts zum Beispiel, ne? Oder Millennium Falcon und so. Völlig abgefahren, ne? Ja, kenn ich. Die bauen auch heftige Bogen.
Ja. Hast du auch als Stein gebaut oder auch Holz? Nee, mit Holz damals angefangen und wo ich dann Stein bauen konnte, da dann halt ja, die Burg im Prinzip an die Steingeschichte rangesetzt, ne? Okay. Ich bin im Wasser. So, gerade dabei, die andere Hütte hier wieder zu reparieren. Ich habe sogar eine Dunstabzugshaube gebaut gehabt. Für die Feuerstelle, dass das da alles abziehen kann. Ach so. Was? So richtig Schornstein halt, ne? Wenn du willst, kannst du ja schon mal Fackeln bauen. Aber oh, jetzt komme ich gar nicht mehr rein. Fackeln. Ich muss hier irgendetwas abbauen. Ich muss das Bett abbauen. Meinst du so eine Standholzfackel oder so eine für die Hand? Also für jetzt ja Standholzfackel, okay. Ich dachte, du meinst das Lager. Ja. Harz. Halt für abends, weißt du? Mhm. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das hinbekomme. Waren das jetzt so Hammer? Nee, Quatsch. Oder? Doch, nee, da war das, okay. Hier in die Ecke oder wohin? Vor die Tür eigentlich. Aber du kannst natürlich auch dorthin stellen, wo du willst. Nur damit es am Abend halt nicht so dunkel wird. Ja. So. Ja, wie das mit Fenster war. Achso, ich habe auch noch Fackeln, stimmt. Ich glaube, da kommen schon wieder so eine Graulänge an. Ja. Jo, da ist einer. Soll ich ihn töten? Nicht. Ich hab ja auch die Axt. Du hast fast kein Leben mehr. Oh, stimmt. Komm mal, kann man eine Himbeere fressen, ey. Fertig mehr oder weniger. So viel schöner ist das andere Haus, oder ich? Ja, genau, weil wenn kein Dach drauf ist, dann gehen die Sachen auch irgendwie so ein bisschen kaputt. Ja, okay. Aber unter 50% oder so geht's nicht. Also es stürzt nicht komplett ein, aber. Dach sollte irgendwie schon drauf sein. Witzig, dass du Kochstelle und Fackel alles im Haus bauen kannst. Eigentlich musst du das abpacken. Ja, zum Glück nicht. Ja. So, noch ein Dachelement. Und auf die Statik muss man auch so ein bisschen achten. Was? Was für Statik? Ja, wegen. Ich sehe gerade, deine Hütte schwebt ja förmlich in der Luft. Oh, oh Mist, ich bin ins Wasser gefallen. Das machen wir schon noch, aber das schützt ja nicht ein, solange es einen bestimmten Radius nicht gestaltet. Ja, okay. Ich dachte, das muss man jetzt nicht machen, solange es ja nicht abstürzt. Das machen wir im Nachhinein, dachte ich. Solange es nicht runterfällt, ist ja alles okay. Ja. Wenn ich jetzt ein bisschen länger das Haus machen würde, würde es zusammenbrechen. Ah, okay. Ja. Ich habe das halt gemerkt, als ich einen Leuchtturm bauen wollte zum Beispiel und diese guten Baumaterialien noch nicht hatte. Dass dann ab einer gewissen Höhe ist dann immer alles wieder kaputt gegangen und zusammengebrochen. Ging einfach nicht höher. Ja, die Kanten sehen halt so komisch aus. Ach so, nee, dafür gab's ja extra. Oh, jetzt hab ich falsch gebrochen. Die gab's ja irgendetwas, oder? Nee, hier die Dachschiebe. Ups. Was das?
kurz die Tür zu machen. Und wie hast du das gelöst mit dem Dachstiegen? Ja, irgendwann ging es halt nicht mehr höher. Achso, ich dachte, damit fort man die. Verdammtes Hemd. Wow, jetzt hat das heute einfach weggeschmissen, dass ich abgebaut habe. Ach, hier. Eigentlich hätte ich lieber auf der Wiese gebaut, aber ich wollte eine gerade Fläche und auf der Wiese war es so ein bisschen hügelig. Ja, kann man aber planieren mit so einer Gartenhacke, ist aber sehr, sehr mühselig. Okay, jetzt wusste ich es nicht. Kann man in der Werkbank bauen und damit halt so ein bisschen planieren, ein bisschen buddeln sogar oder aufschütten halt, ne? Das Spiel ist viel zu geil, dass es so kein Detail ist. Also weil du die Erde ändern kann, weißt du? Ja, ja. Wieder so ein Gräuling angerannt hier. Ja, bei mir auch. Wieso haut er die ganze Zeit ab? Da sind ziemlich feige, die Viecher. Ich dachte, ich kämpfe jetzt. Jetzt hat er mich entdeckt. Hat er mich gar nicht entdeckt, aber ist die ganze Zeit in der Nähe von mir gelaufen. Also ja, hat's aufnehmen. Willst du ein Bett hier drin bauen? Ja, das hatte ich jetzt in der Anfangshütte da gerade. Okay, wenn du willst, kannst du es dort lassen. So, ganz fast. Glück gehabt, ich wäre fast erschlagen worden von der Birke. Ja, du hast ja dein Bett gebaut, ich noch nicht. Ja. Ich habe es schon zweimal gebaut, aber zweimal abgerissen. Nee, beim Holzhacken gerade so ein paar Bäume zusammengestürzt und haben dann eine Birke mit umgerissen und gerade noch zur Seite gesprungen. Oder gelaufen. Schön, dass du das Haus gemacht hast. Zu stabil. Oh, so langsam komme ich wieder rein hier mit der Steuerung. Brauchen wir dann ein Abs. Zehnmal Holz. So, Spawn kommt gesetzt. Wie sieht das jetzt aus? Schrägen Ecken wieder. Das ist dein Bett, wenn du willst, oder irgendwas, wenn du was bauen willst, dann kannst du hier Bein bauen. Das würde ich sagen.
Ich wollte gerade so einen Holzhackklotz mal hinsetzen. Ja, gut. Ich würde mich für die Folge verabschieden, Leute. Jo, willst du noch was sagen? Also eine halbe Stunde schon durch? Ach krass, wie die Zeit rennt, ne? Ja, ist sogar 40 Minuten. Genau. Ja, wow. Ja, viel Spaß weiterhin. Bis gleich. Und ciao, ne? Ja, bis gleich. Ciao.